Ich bin jetzt auch nicht so wie die anderen. Manche Leute, die sagen dann, in 50 Jahren wird die Welt untergehen. Ja, wir haben heute Morgen Zukunftsvisionen entwickelt. Wir haben als Futurium Zukunftsboxen und auch eine zum Thema Demokratie. Und die Schülerinnen und Schüler haben sich überlegt, wie sieht eigentlich eine freiheitliche Demokratie der Zukunft aus? Wofür wollen wir uns denn einsetzen und wogegen wollen wir uns auch einsetzen? Also was ist eine Utopie, für die wir sind, aber vielleicht auch eine Dystopie? Also welche Zukunft wollen wir vermeiden? Eine KI-Regierung mit ältestem Rat, die sind halt dann so ein bisschen veraltet. Nee. Ich wünsche mir eine Zukunft, wo alle gut miteinander leben können und es Frieden gibt und der Natur und den Tieren auch gut geht. Das Einzige, was man hier in Deutschland wirklich gut verändern müsste, ist das WLAN. Das ist unnormal langsam. Großstädten könnten mehr Bäume sein und so. Was ich auch total interessant fand, war, dass es heute ganz unterschiedliche Utopien gab. Aber wenn es um die Dystopie ging, da waren sich dann auch alle sehr, sehr einig. Ich bin nicht so überzeugt von der künstlichen Intelligenz. Fliegende Autos sind halt nicht so gut und unsicher. Ich sollte runterkrachen oder auf den Kopf fliegen. Ja, sie ist halt gut. Die SchülerInnen setzen sich immer damit auseinander und diskutieren auch miteinander, warum eine Demokratie so wichtig ist. Haben zum Beispiel spannende Zitate in die Hand bekommen, über die sie diskutieren konnten gemeinsam. Die Kinder lernen zu diskutieren. Sie lernen, über Zukunftsentwicklungen zu sprechen und sie lernen auch, ihre Meinung zu äußern. Zum Beispiel, wenn es um die Trends geht. Jetzt gerade schreiben wir eine Geschichte darüber, wie wir gerne die Zukunft hätten. Möchte ich über Social Media informiert werden oder möchte ich lieber wissenschaftliche Medien haben, die mich informieren? Das wurde in meiner Gruppe diskutiert und war dann ganz spannend, weil man muss sich am Ende einigen, wenn man ein Bild entwickeln will. Und das haben sie aber dann sehr gut geschafft. Jetzt wird es super kreativ, weil jetzt entwickeln die Kids aus ihren Zukunftsgeschichten kleine Zukunftsdioramen. Das heißt, sie basteln mit Heißklebepistolen, mit Prototyping-Material und versuchen wirklich, diese Zukunftsvision zum Leben zu erwecken. Also wir bauen hier gerade so eine Landschaft an. Und da habe ich hier noch so die Figuren gebaut, so wie es so aussehen soll, so in den nächsten Jahren. Ja, wir machen unsere Bananenstadt. Hier kommt der Bus, dann haben wir Häuser, Bäume, große Bananen. Mich hat total überrascht, wie aktiv die SchülerInnen sich schon Gedanken über Freiheit gemacht haben und über Demokratie. Also sie haben auf jeden Fall was zu sagen und es ist total inspirierend, mit denen zusammenzuarbeiten, weil man eigentlich immer auf neue Ansichten stößt und auch ganz viel von ihnen lernen kann. Jetzt auch zum Beispiel mit dem Song wäre ich selber nicht drauf gekommen. 3, 2, 1. Alles Banane ist so wunderbar. Die Zukunft ist hell, das ist sonnenklar.